Komm schon. Elfenkostüm freigeschaltet, wie geil. Und jetzt Detail gemacht. Wie Sperrstunde. Euch hackt's wohl oder was? Und dann gehen wir schnell Haier machen, damit wir die nächsten Quests einholen können. Da nicht richtig Lust so. Und ich habe noch genug Zeit zum Aufnehmen. So. Warum ist der Radius jetzt wieder so tausendfach groß, ey? Ach, nerv nicht. Ich weiß, dass Sperr schon ist. Aber wenn ich mich hier andersrum durchschleiche, dann geht das noch schneller. Tschüss. Warum dürfen die da draußen sein und ich Sperrstunde? Warum? Naja. Auffüllen hier, Chemiekasten. Gab's irgendwas Neues? Nöp. Ja, ich muss ja ein bisschen aufnehmen, weil momentan habe ich ja ein Problem mit Minecraft. Aber das ist ja hier nicht der Sinn hier, dass ich Minecraft erkläre, wo ich da ein Problem mit habe. Das ist eigentlich relativ egal. Das kriege ich schon anders gelöst. Wir haben ja Bulli hier zu tun. Unterricht und Missionen. Ach komm, nerv nicht hier. Hau ab. Gib mir um Zwerchfell. Ach, hau ab. Warum laufe ich eigentlich so schnell? Wir können auch ganz gemütlich in den Unterricht latschen. Ich kann auch hier vorne warten, weil ich nicht weiß, ob ich Arbeitslehre habe. Hi Mädels. Und ich muss mir definitiv eine neue Frisur holen. Mit dem Pulli sieht es ein bisschen komisch aus. Nüsse knacken. Oh, das hört sich nicht gut an. Aber bevor wir Nüsse knacken, knacke ich erstmal gleich den Unterricht. Passiert auch nichts. Geil. Na, jetzt kommt der Unterricht. Jetzt kommen sie alle reingeschneit. Was haben wir denn? Draußen oder drinnen? Irgendwas hier unten. Chemie. Geile Sache. Chemie 3. Oh nein. Kriege ich ja wieder einen Anfall. Muss ich mich wieder vorbereiten. Ja, ist gut. Hinsetzen. Führe, genau. WASD wird wieder bereitgestellt. Was? Warum? Jetzt auf einmal noch Maustaste. Oh, das wird immer schwerer. Nice. Geschafft. Geil. Ich wollte mich doch eigentlich richtig hinsetzen, bevor es losgeht. Naja, dann machen wir es halt so. Ja, geil, jetzt kannst du Juckpulver machen. Juckpulver. Fette Sache. Aber Juckpulver kann man anders herstellen, oder? Sobald ich mich jetzt mit Nüsse knacken, ja, ich glaube schon. Ist sinnvoller. Geile Musiklehrerin. Oh, Jimmy, there you are. I've been looking all over for you. Why, Miss Peters? What's the matter? Well, you know how tonight is our Christmas pageant, right? It's kind of a pagan, spiritual, age-appropriate, loving thing we've got going on here. It's all about letting go and being really unselfconscious. So eine Hippie-Tante. Sounds like heaven, miss. Great. Well, we are about to go on stage in a couple of minutes, but our lead percussionist has appendicitis. Was? Oh, that sucks. Guess it's gonna be a rhythm-free pageant this year. No, I've been planning this pageant for months. I have hand-sewn the costumes. I stayed up for days painting the backdrop for the stage. I've called on the good spirits to watch over us, and all the parents are now waiting in the auditorium. So what do you want me to do about it? You have to get up on that stage. Was? And play. You have to save the Christmas pageant. Are you serious? Group participation in a public performance? No way. I'm a teenage boy. No? What do you mean no? You have to help me. Unless you plan on failing my course. What? You gotta be joking, right? Oh, come on.
The only boys my age who like that kind of stuff end up dancing in musicals or working for Hollywood. Please. Do I look like I'm joking? You want another F-boy? Okay. Okay, okay, I'll do your stupid pageant. You know, for a hippie, you're a real bully, ma'am. Peace and love, Jimmy. Geil. Oh, and there's one other thing. Nein, you'll have to wear this. Nein. Oh, now I know you're joking. Oh, come on, Miss Peters. This is the kind of thing I'll have to talk to my therapist about when I'm older. Have a heart. I'll look like a complete moron in front of the whole school. Well, in my opinion, you'll look like the hero who saved the Christmas pageant. Yeah? Well, it's not your opinion I'm worried about. You'll be fine. Affengeil. Affengeile Aktion. And now for a real holiday treat, I give you the holiday medley. Yes. Please don't mess this up, Jimmy. Oh, yes. Was sehe ich denn aus? Christmas depends on you. Oh, yes. Thank you, it's awesome. Yes. Hey, komm, ihr wollt mich doch verarschen, oder? Der Gesichtsausdruck. Was muss ich denn hier machen? Alt-RG oder was? Oh, doch, geil, weil... Zu geil. Geil. Din, 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 din. Das ist affengeil, ey. Aber das muss ich auf jeden Fall schaffen. Und ihr müsst euch die Leute dahinter im Hintergrund anschauen. Affengeile Sache. Ich könnte mich jetzt vor ein bisschen lachen, ich muss mich aber sowas von konzentrieren hier. Wie viel muss ich denn spielen? Gut, dass ich die ersten 10 Töne gefahren habe. Zumindest geschafft. Huh. Kommt da noch mehr? Muss ja, oder? Oder nicht? Doch. Jingle bells, jingle bells, jingle all the world. Yay! Ich bin klasse. $20 dafür noch kassiert. Und ich werde danach die Blamage hochdreist sein. Nussknacker-Outfit. Yay! Nussknacker-Outfit. Geil, und der Unterricht fängt noch nicht an. Und nu? Und nu? Boah, wir haben jetzt gleich 12? Vertue ich mich gerade, ja.
Boah, und nun? Müssen wir wieder eine Stunde warten, oder was? Nein, geh weg. Was? Oh geil, der Laden ist offen. Wir kaufen uns erstmal Kleidung. Team-T-Shirt, Team-Football-Trikot, Basketball. Sehen alle ein bisschen scheiße aus, ne? Obwohl die Sportjacke, obwohl das sieht gar nicht schlecht aus. Das kaufen wir auf jeden Fall. Sieht ein bisschen besser aus als dieser komische Pulli, ey. Aber die Frisur muss ich auf jeden Fall noch ändern.